Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich euch Freizeitaktivitäten oder Hobbys auf Spanisch vorstellen. Hier habe ich die allgemeinen Freizeitaktivitäten genommen, also die am meisten eben genannt werden. Und ich fange einfach mal gleich mal an. Also erstmal habe ich hier geschrieben, was Hobby und Freizeit überhaupt heißt. Hobby heißt in Spanisch el hobby, also el das, Hobby. Und die Freizeit heißt el tiempo libre. Also genau übersetzt heißt es Tiempo, heißt Zeit, und Libre heißt frei, also Freizeit. Dann habe ich jetzt hier mal Beispiele von Hobbys und Freizeitaktivitäten aufgelistet. Zum Beispiel Musik hören, escuchar música, escuchar heißt hören, música Musik. Schwimmen, nadar, das heißt, gibt es nicht so viel zu erklären. Dann lesen heißt leer, und ein Buch lesen heißt leer un libro. Dabei heißt libro im Buch und un heißt ein oder das Buch. Reiten heißt montar. Also montar ist eigentlich auch, zum Beispiel, man kann auch einen Berg zum Beispiel, also zum Beispiel, wenn man sagt yo monto, kann man auch damit meinen, dass man zum Beispiel einen Berg aufsteigt. Also montar heißt eigentlich aufsteigen. Dann deswegen muss man immer schreiben, auf einem Pferd reiten heißt dann montar un caballo, sonst weiß man nicht, auf was man aufsteigt, sozusagen. Caballo heißt Pferd, un heißt ein Pferd, das Pferd und so weiter. Museum besuchen, wer es mag, kann schreiben visitar un museo. Visitar besuchen, un museo, das Museo, ein Museum. Dann habe ich noch schreiben, escribir, wenn man zum Beispiel schreiben möchte, ich schreibe ein Buch, kann man schreiben, yo escribo un libro. Also, escribo, weil ich. Escribir un libro ist dann einfach die Infinitivform. Wenn man sagen möchte, ich schreibe ein Buch, muss man eben ein O ranhängen, yo escribo un libro. Aber ist ja jetzt nicht das Thema. Dann Sport treiben heißt hacer deporte. Hacer heißt machen sozusagen und deporte heißt eben Sport. Dann habe ich noch Joggen mit reingenommen, das heißt hacer jogging. Hacer heißt wieder machen und Jogging ist eben schnell laufen oder eben joggen. So, reisen. Wenn man viel durch die Welt reist zum Beispiel, kann man schreiben viajar. Viajar heißt eben reisen. Und wenn man zum Beispiel schreibt, ja, ich reise viel durch Deutschland, kann man schreiben yo viajo mucho por Alemania. Alemania heißt Deutschland und viajo ist eben die Ich-Form, ich reise. Yo viajo mucho por Alemania. Ich reise viel durch Deutschland. Ist mal ein Beispiel. Spielen heißt jugar. Yo jugo con él. Also ich spiele mit das und das. Da kann man zum Beispiel schon mit einem Ball. Oder ich spiele gerne mit meiner Puppe, mit meiner Barbie oder mit einem Auto oder so weiter. Da kann man eben alles ransetzen. Und dann habe ich jetzt noch den Fußball, weil das ein großes Hobby ist. Habe ich noch Fußball übersetzt. Und Fußball heißt Football. Yo jugo Football. Oder so weiter und so fort. Ich hoffe, ihr wisst jetzt einige Freizeitaktivitäten auf Spanisch, was Freizeit überhaupt heißt und wie man auch vielleicht einen Satz bilden kann damit und was auch die einzigen Wörter heißen. Nicht, dass man einfach sagt, ja, el tiempo libre heißt Freizeit, aber welches Wort heißt überhaupt frei und welches Freizeit eben, welches Zeit und welches frei sozusagen. Ich hoffe, das habt ihr ein bisschen mitgenommen in meinem Video und vielen Dank fürs Zuhören.